Ja Leute, heute gibt es eine sehr knackige, aber dafür nicht weniger wichtige Folge. Heute geht es unter anderem um Jon Favreaus Zukunft bei Star Wars, wo wir neue Infos zu haben. Dann reden wir über einen Forbes-Artikel. Es gibt einen neuen und es ist ähnlich brutal wie beim letzten Mal. Also, ja, das Wort Exposed wird dem Ganzen schon gar nicht mehr gerecht. Das ist schon harter Tobak, was wir da gleich erfahren werden. Ubisoft und Lucasfilm haben es tatsächlich geschafft, einen neuen Shitstorm bei Outlaws zu erzeugen. Waren ja noch nicht genug. Diesmal gab es sogar eine Antwort von Ubisoft. Wir haben jetzt auch noch interessante Hintergrundinfos bezüglich des Starcruiser-Flops, das überteuerte Star Wars Hotel, was ja leider in spektakulärer Weise in den Sand gesetzt wurde. Was ist da eigentlich hinter den Kulissen passiert, das schauen wir uns auch noch an. Ebenso wie News zu The Acolyte. Ja, da sage ich mal nichts zu, wir schauen uns das einfach an. Wir haben aber auch einen Silberstreif am Horizont, ein wenig gute News, die haben wir auf jeden Fall bitter nötig. Und die schauen wir uns ebenfalls an. Ja Freunde, ich rede heute ein bisschen leiser, weil ich kann jetzt nicht so laut sprechen hier, aber wisst ihr Bescheid, ne? Kommen wir zunächst einfach mal zu den Acolyte News. Wir haben da zwei News, einmal laut Jeff Snyder soll David Harewood eine Rolle verkörpert haben in The Acolyte. Er ist vor allem auch bekannt aus Supergirl als Martian Manhunter, seine Rolle ist eher klein und das könnte der Grund sein, warum der nirgendwo öffentlich als Cast verkündet wurde, aber Fans spekulieren auch, dass er einen dunklen Machtnutzer verkörpern könnte. Da wird laut Leaks auf jeden Fall ja einer dabei sein. Der Trailer suggeriert es ja auch, wo die ganzen Jedi so wegfliegen und so, ne? Und die Rolle muss ja von der Screentime her auch nicht groß sein. Manche spekulieren sogar, dass da Darth Tenebris am Start sein könnte oder so. Also der Meister von Darth Plagueis tendiere ich jetzt eher nicht zu. Aber was meint ihr, Leute? Schreibt es gerne rein. Ansonsten gibt es dann noch diesen kurzen Games-Radar-Artikel, wo einige Fans so skeptisch waren, als sie von der Hauptdarstellerin gehört haben, dass The Acolyte einerseits den Prequels-Vibe haben wird, also Elemente davon, und andererseits aber auch Contemporary sein wird, also zeitgemäß. Und das hat einige Fans skeptisch gemacht, weil George Lucas eben seine Filme ja als zeitlos beschreibt, habe ich auch in mehreren Videos schon gezeigt, den Ausschnitt. Und wenn man jetzt an Disney Star Wars und zeitgemäß oder modern denkt, dann wird dem einen oder anderen Star Wars Fan schon mal unwohl im Magen, nicht? Weiß ich nicht, muss das? Oh nee. Aber ganz ehrlich Leute, einerseits bin ich ja auch der Meinung, wie viele andere auch, dass es eben zeitlos sein soll. Aber es gab da auch andererseits schon ganz andere Aussagen von Schauspielern und der Showrunnerin. Die sprechen da eine deutlichere Sprache als das hier. Das ist noch relativ vage gehalten. Also ja, mal schauen, ob dieser moderne Approach dennoch Qualität liefern kann. Bei Andor hat es gewissermaßen geklappt, würde ich sagen, weil Andor ist gewissermaßen modern, ne, was die mit modern halt so meinen. Aber es ist halt eine qualitativ hochwertige Serie, würde ich schon sagen. Und ja, wiederum bei anderen Produktionen klappt es halt eben nicht. Wir werden es sehen, ne? Jaha. Jemand, der das bisher aber fast immer alles gut unter einen Hut bekommen hat, war Jon Favreau. Also Staffel 1 und 2 von Mandalorian waren ja echt solide. Und Staffel 3 scheint ziemlich entstellt und nicht wie von Favreaus Geist entsprungen. Er musste da ja auch alles ändern, als die Cara Dune-Rolle weggefallen ist. Nun scheint es aber so, als ob nicht nur Cara Dune aka Gina Carano wegfällt, sondern laut WDW Pro bald auch Jon Favreau selber. Das sind keine offiziellen Infos, aber WDW Pro hatte 2023 eine Trefferquote von 92,5% mit seinen Quellen. Also ja, ist schon erwähnenswert, finde ich. Ganz so viel wurde da auch nicht jetzt gesagt, aber außer eben halt, dass es einerseits die vierte Staffel von Mando nicht mehr kommen wird, das habe ich ja schon vorher berichtet, und dass scheinbar keine weiteren Star Wars Projekte mehr jenseits vom Mandalorian-Film für Favreau geplant sind. Laut der Quelle soll jetzt Favreau aus den letzten zwei Folgen der vierten Staffel einen Film machen, doch nicht er alleine, sondern Filoni ist jetzt auch mit von der Partie, damit das Ganze auch verbunden wird mit seiner Thrawn/Ahsoka-Storyline. Und ja, das ist eher suboptimal, weil Filoni hat mit Ahsoka ja bewiesen, dass er nicht alleine verantwortlich sein sollte für Live-Action-Projekte, finde ich. Und ja, denke ich, finden viele andere Star Wars-Fans auch. Die Quellen haben sich auch auf die Suche gemacht nach Hinweisen für eine weitere Zusammenarbeit zwischen Favreau und Lucasfilm, sowie Hinweise auf die kommende vierte Staffel, doch da wurde nichts gefunden. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Ich persönlich habe gehofft, dass dieser Tag für Star Wars nicht kommt, beziehungsweise ja, nicht in der nahen Zukunft kommt, denn Favreau war wirklich so ein Hoffnungsträger für Disney Star Wars, doch er konnte scheinbar nicht ungestört seine Arbeit machen, weder bei Mando Staffel 3 noch bei Book of Boba Fett, wie ich ja in
früheren Videos damals berichtet habe. Und ja, wenn es wirklich so kommt, was ich für schon wahrscheinlich halte, dann kann ich es ihm auch nicht wirklich verübeln. Ich bin aber gespannt zu sehen, ob Kennedy jetzt doch wirklich im Oktober sich dann endlich vom Acker macht, ne? Wer sich allerdings auch vom Acker gemacht hat, und das ziemlich schnell im Gegensatz zu der allseits beliebten Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy, ist der Galactic Star Cruiser für einen bescheidenen Preis von lediglich $5,000-$6,000, ne? Da erinnert ihr euch sicherlich, und ja, das war eine ziemlich öffentliche Blamage, und intern übernehmen die Verantwortlichen natürlich absolut keine Verantwortung laut WDW Pros Quellen. Tatsächlich ist es so, dass der ehemalige Disney-CEO Bob Chapek es für sinnvoll hielt, mehr sogenannte Imagineers, also die Leute, die sich um die Konzeption und das Design und so weiter der Disney-Parks und Attraktionen kümmern, die sollten vermehrt von Kalifornien nach Florida geschickt werden, um dort den Walt Disney World Resort zu erweitern, denn dieser bringt circa ein Drittel des Gesamtprofits für Disney ein. Zumindest war das so 2023. Daraus halt noch mehr zu kapitalisieren, macht natürlich Sinn. Das Problem ist nur, dass Walt Disney Imagineering voller Ideologen ist, die angeblich nicht in einen roten Staat, also einen republikanischen Staat gehen wollten wie Florida, von Kalifornien aus, was ein sogenannter blauer Staat ist, by the way, und deswegen fehlten die Leute für die Projekte in Florida, unter anderem auch, um noch was aus dem Star Wars Hotel zu machen, was auch in Florida ist. Tja, die sehen das scheinbar anders als der Rest des Landes. Aber ja, ich will ja jetzt hier nicht abschweifen, die konnte ich mir aber nicht verkneifen, Leute. Aber da seht ihr mal, wie viel so ein ideologischer Bullshit mal wieder eine Rolle spielt hinter den Kulissen. Auf sowas würde man gar nicht kommen als Grund. Wie gesagt, das sind Leaks, aber dass sowas gang und gäbe ist, das wird ja langsam offensichtlich bei Disney, je mehr die Jahre vergehen. Und je mehr die Jahre vergehen, desto weniger scheint auch Ubisoft aus ihren Fehlern zu lernen, denn die Mission mit Jabba in Outlaws, die ja ziemlich offen vermarktet wurde, für die braucht ihr mindestens die Gold Edition. Das heißt, wenn ihr 70 Euro gezahlt habt, kriegt ihr die nicht. Ihr müsst nämlich 110 Euro zahlen. Ja, das hat natürlich wieder Benzin ins Feuer gekippt. Wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt, die Leute scheinen sowieso nicht so ganz begeistert zu sein von Outlaws. Aber man muss auch sagen, Jabba wird schon noch dabei sein, wie es aussieht. Aber die Mission mit ihm, Jabba's Gambit, die ist nur für Leute, die den Season Pass haben. Also ich persönlich würde mir jetzt höchstens die Standardversion für mich holen. Aber wie seht ihr das, Leute? Holt ihr euch das Game, und wenn ja, welche Version? Seid aber auch ruhig mal wachsam auf meinem Kanal und haltet Ausschau nach Spezialpreisen. Der Bums kommt ja am 30. August raus, und da könnte es sein, dass es zumindest für die PC-Version wieder vergünstigte Preise bei verschiedenen Anbietern gibt. Die würde ich euch unten dann auch unter den Videos oder im Community-Tab verlinken. So Leute, aber jetzt haben wir genug ungeile News gehört. Ich meine, was soll man machen? Die News sind halt so, wie sie sind, ne? Aber ich habe hier noch eine, die ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich habe sie nicht mit in die Videos reinbekommen bis jetzt, und wollte sie jetzt deswegen nochmal thematisieren, weil das, was wir da hören, ist schon ganz vielversprechend. Es geht um den Film von James Mangold, der ja den Star Wars Film zum Anbeginn der Jedi machen soll. Bo Willimon wird da nämlich jetzt Co-Writer sein, und dieser war unter anderem an den Endor-Folgen mit Andy Serkis beteiligt und auch bei House of Cards, was ich ja jetzt nicht gesehen habe, aber das soll ja auch ziemlich gut sein. Und ja, hoffen wir einfach mal, dass da keine Shenanigans im Hintergrund laufen, denn James Mangold hat ja neben Flops wie Indiana Jones 5 auch gute Titel abgeliefert, wie Logan zum Beispiel, ne? Und zusammen mit dem Writer klingt das erstmal gar nicht schlecht. Was meint ihr, Leute? Was aber leider wieder echt ungeil klingt, ist das, was wir im neuen Forbes-Artikel zu Disney und vor allem Star Wars lesen. Ja, es ist wieder ein Artikel von derselben Autorin wie beim letzten Mal. Ja, es ist wieder ein langer Artikel, und wie gesagt, ich möchte das ja hier immer möglichst kompakt wiedergeben. Im Prinzip geht es einfach darum, dass Disney ja diesen Proxykrieg gegen Nelson Peltz hatte, der unzufrieden war mit der Richtung, die Disney in ihrer Unternehmensführung in den letzten Jahren eingeschlagen hat. Er ist selber Aktieninhaber und hat einige Institutionen und Leute um sich herum und wollte halt mindestens einen Platz im Aufsichtsrat von Disney ergattern, um was zu ändern. Und Disney hat daraufhin ihren Investoren halt folgende Grafik präsentiert, wo man laut Disney den Return on Invest für die großen Franchises sieht. Konzentrieren wir uns mal auf Star Wars. Dort sagen wir jetzt einfach mal der Einfachheit halber einfach mal 3 statt 2,9, wie sie es da aufgeschrieben haben. Die meinen halt, also das Dreifache an Wert haben sie wieder zurückerwirtschaftet, seitdem sie halt Star Wars übernommen haben. Die haben jetzt aber bei dieser Zahl, das ist der Knüller, einfach ihre Ausgaben weggelassen, inklusive des Kaufpreises für Lucasfilm. Es ist halt wirklich so plump, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Die haben Lucasfilm für ca. 4 Milliarden gekauft.
und meinen, sie haben jetzt 12 Milliarden Profit. Was halt absolut nicht stimmt. Und das hat man den Investoren präsentiert als Argument für die Wiederwahl aller Mitglieder des Aufsichtsrats. Es gab ja auch Informationen von der britischen Regierungsseite, wie viel die eigentlich ausgegeben haben für die Filme, weil die ja dort gedreht wurden und nicht in den USA. Das sind andere Zahlen als das, was öffentlich behauptet wird. Jedenfalls Forbes addiert das alles zusammen und kommt letztendlich auf 1,186 Milliarden Profit, was 2,8 Milliarden weniger ist als der Kaufpreis. Und klar, jetzt ist da nicht das ganze Merchandise mit bei, auch nicht die DVDs und der Profit durch die Blu-Rays. Was man aber auch bedenken muss, ist, da sind auch nicht die massiven Marketingkosten der Filme mit drin. Die Kosten der Streaming-Shows, der Star Wars Park-Attraktion oder der anderen Franchises und wie es ja mit Indiana Jones 5 aussah, wissen wir alle. Das hat ordentlich Verlust gemacht. Und Willow, das Lucasfilm-Franchise, hatte auch eine neue Produktion, die von Disney Plus runtergenommen wurde, weil die Show so schlecht performt hat und man das lieber für Steuervergünstigungen nutzen wollte. Wir brauchen also gar nicht weiter großartig in komplizierte Rechnungen reinzugehen, um halt zu der folgenden Schlussfolgerung zu kommen. Was die da den Investoren aufgetischt haben, ist leider höchst unprofessionell und ehrlich gesagt gelogen. Lügen darf man nicht sagen. Ihr könnt euch ja, wenn ihr wollt, auch den Forbes-Artikel ganz durchlesen. Mal schauen, ob die da so auch nächstes Jahr beim Shareholder-Treffen sich durchschlawinern können, Freunde, also Disney. Das ist durchaus relevant für die Entwicklung von Star Wars, denn dort wird ja die Führung von Disney jährlich gewählt. Da waren jetzt die Zahlen für die Filme, was aber Disney Plus generell betrifft, sieht es nochmal schlimmer aus leider, denn dort können wir aktuell von einem Minus von etwa 30 Milliarden reden. Wenn ihr wissen wollt, wie ich auf diese gigantische Zahl komme, wie gesagt, da gibt es ja noch einen Forbes-Artikel, den ich gemeinsam mit vielen weiteren krassen News berichte, die so ziemlich keiner im deutschsprachigen Raum angesprochen hat. Also hier im Abspann geht's mit nur einem Klick weiter.